Ja, hallo alle zusammen. Ich wollte jetzt heute mal ein bisschen was zu meinem Video sagen, das ich letzte Woche veröffentlicht habe. Und da ist natürlich jetzt so die Sache, also ich war ziemlich überrascht, dass es da so wahnsinnig auch teilweise sehr emotionale Reaktionen gab in der ganzen SEO-Szene. Viele haben mir zugestimmt, viele haben mir aber auch nicht zugestimmt. Genau, und ich wollte jetzt heute einfach mal mit einem bisschen längeren Video das Ganze ein bisschen deutlicher machen, was ich damit gemeint habe. Vielleicht mal so vorab, tut es mir leid, wenn ich da jemandem auf die Füße getreten bin. Es ist eben so, dass diese Fragevideos, die wir machen, eben sehr kurz sind und wir wollen eben da eben Fragen relativ kurz und knackig beantworten. Und in dem Video merkt man ja auch, dass ich wirklich sehr schnell von Thema zu Thema springen. Das ist auch tatsächlich so gewollt von uns. Dass das Thema Linkbuilding natürlich ein bisschen was Kontroverses ist, vor allen Dingen meine Einstellung dazu, das ist vielleicht mittlerweile den meisten bekannt. Und da sollte man das Ganze vielleicht dann auch mal ein bisschen ausführlicher gestalten. Also ich habe hier auf dem Laptop, habe ich mir die wichtigsten Kommentare und Fragen rausgesucht, die so auf den verschiedensten Plattformen, vor allen Dingen eben auf Facebook und auf YouTube, da waren und versuche eben da alles möglichst genau und detailliert zu beantworten, weil es eben hieß, es gab keine konkreten Sachen. Ich will mich jetzt aber auch nicht verteidigen, sondern es geht halt darum, das Thema ein bisschen genauer, ein bisschen detaillierter mal zu zeigen. Zunächst mal vorab doch eine Verteidigung. Ich habe nicht gesagt, SEO ist tot. Das wurde mir teilweise auch in den Mund gelegt. SEO ist nach wie vor eine wahnsinnig wichtige Disziplin. Ich habe ja erst gerade ein Buch darüber geschrieben. Also das würde ich wahrscheinlich nicht machen, wenn ich glauben würde, dass das bald vorbei ist damit. Und gerade technisches SEO wird immer wichtiger. Es ist wirklich eine Branche, die wahnsinnig toll ist, die wahnsinnig erwachsen geworden ist. Und ja, SEO wird auch noch lange Zeit darüber hinausgehen. Linkbuilding ist tot, habe ich auch nicht gesagt. Wenn man sich das Video von meinem, also den Titel meines Videos anschaut, steht da eben, Linkbuilding lohnt sich nicht mehr. 2019 ist ein großer Unterschied. Man kann noch Linkbuilding machen, auch 2019 noch. Es machen auch noch einige und vielleicht auch sogar noch viele. Es ist allerdings so, dass es sich einfach nicht mehr lohnt. Das war die Kernaussage von meinem Video, weil ich eben gesagt habe, dass Kosten-Nutzen einfach nicht mehr im Verhältnis zueinander steht, wenn man wirklich hochqualitative Links aufbauen will. Und das ist so ein bisschen die Kernaussage von meinem Video gewesen. Da kann man sich natürlich drüber streiten. Es gibt Leute, die sagen, ach, das geht doch trotzdem noch. Ich sage, es geht nicht mehr. Ja, irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen. Ich sage halt, zumindest für uns haben wir andere Methoden gefunden mittlerweile. Genau, ich gehe jetzt mal direkt noch zu den anderen Kommentaren. Ihr habt das doch früher auch so gemacht, hat einer geschrieben. Ja, definitiv, wir haben früher Linkbuilding gemacht. Wir haben alles quer durch die Bank gemacht. Ich habe auch ein bisschen Black Hat SEO gemacht. Und also jetzt nie wirklich großartig, aber so ein bisschen hat man das natürlich schon gemacht. Aber wir haben auch Linkbuilding gemacht. Wir haben Webkatalog, Einträge gemacht, in Artikelverzeichnisse geschrieben, Blogkommentare, all dies haben wir alles gemacht. Ich bin ja jetzt schon seit über einem Jahrzehnt, ich glaube seit 2007 in der Branche tätig. Und ja, da war das vollkommen normal und hat auch keiner das schlimm gefunden. Und genau, das ist halt die Sache. Wir haben das auf jeden Fall betrieben, haben es aber irgendwann aufgehört. Also machen es definitiv heute nicht mehr. Wir sagen auch nicht Content Marketing zu Link Building, sondern es ist tatsächlich so, dass wir nicht mehr andere Leute um einen Link fragen. Genau. Genau, eine weitere Frage oder beziehungsweise eine Sache war am Anfang, sagt Julian, bei 043 Linktausch muss man nicht mehr machen, aber mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten ist sinnvoll. Wie passt das zusammen? Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich Linktausch mache oder ob ich mit einem Kooperationspartner zusammenarbeite. Also reiner Linktausch ist halt wirklich, dass ich einen fremden Webmaster, mit dem ich eigentlich noch nie was zu tun hatte, bitte, da was bieten muss man jetzt nicht unbedingt, aber bitten, dass man was mit diesem Webmaster zusammen unternimmt. Das heißt, ein Link tauschen. Kooperationspartner sind für mich Leute, mit denen ich schon bereits zusammenarbeite. Ich sage jetzt mal, wenn ich eine Webdesign-Agentur habe oder einen Zulieferer oder einen Händler, dass ich mit Leuten, mit denen ich sowieso schon was zu tun habe, die ich vielleicht auch persönlich kenne, da mal gucke, hey, wollt ihr nicht zum Beispiel uns auf die Partnerseite bringen von euch und wir bringen euch auf die Partnerseite? Das sind solche gegenseitigen Verlinkungen, wo auch Google nichts dagegen hat, sie aber wirklich in sehr, sehr begrenztem Maße
da sind. Das ist so eine Sache, die einfach gut funktioniert. Und wenn man sich jetzt dann mal anschaut, wie die Realität aussieht, ist es halt so, dass viele Agenturen ihren Kunden eben sagen, wir machen solche Kooperationen und als Link-Bilder gehe ich eben raus und versuche, solche Kooperationen zu kriegen, kriege aber diese Kooperationen nicht. Das heißt, wenn ich 10 solcher Leute anschreibe, dann antwortet meistens gar keiner oder es antwortet vielleicht mal höchstens einer und der will dann Geld sehen. Und dieses Dilemma, dass man einfach so wahnsinnig viel Arbeit in diesen Linkaufbau steckt und so wenig dabei rumkommt, das ist was, was wir auch als Agentur gemerkt haben und wo wir dann damals gesagt haben, irgendwann, so jetzt ist Schluss, wir hören jetzt auf, wir machen das nicht mehr, weil es einfach von Kosten-Nutzen her weder uns noch unseren Kunden was bringt. Das andere ist natürlich auch, dass Mitarbeiter, die im Linkbuilding arbeiten, da gibt es nur ganz wenige, denen das wirklich wahnsinnig viel Spaß macht. Die meisten empfinden das nicht gerade als sehr befriedigende Arbeit. Es ist halt einfach so, dass man Link tauscht, natürlich mit anderen SEOs, das geht relativ einfach, weil die natürlich auch die Links wollen. Aber sobald man einen Webmaster anschreibt, der keinen Linktausch oder nicht in der SEO-Szene drin ist, der antwortet entweder gar nicht oder versucht einen sogar abzumahnen oder sonst irgendwas. Das sind halt so Geschichten, wo ich sage, warum versucht man dann nicht, was anderes zu tun? Ja, tolle Inhalte finde ich auch super. Nur warum sollte man diese nicht mit sinnvollen Linkaufbaustrategien verknüpfen? Warum sollte ich dieses Thema getrennt voneinander betrachten? Ja, es ist halt einfach so, dass man, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe eine Woche Zeit, um einen guten Inhalt zu schreiben, das hat dann auch jemand geschrieben, warum kann ich da nicht noch 3 Tage dranhängen, um eben Leute anzuschreiben? Da würde ich sagen, aus meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, wenn ich diese 3 Tage in den Inhalt weiterbringe, bringt es mehr. Also es ist tatsächlich, die Leute anzuschreiben, kann natürlich was bringen, wenn ich wirklich was Tolles habe, aber das ist ja in der Regel nicht das, was in der Praxis gemacht wird, sondern es wird in der Regel wird ein mittelmäßiger Inhalt gemacht und dann werden für 10 Stunden und dann werden 3 Tage lang die Leute angeschrieben. Ich will es natürlich nichts pauschalisieren, aber so ist es eben das, was man mitbekommt. Und da muss man halt einfach aufpassen, dass man da eben die Waage hält und die Leute einfach oder einfach nicht wahnsinnig großartig anschreibt. Ja. Julians Agentur will verstärkt Content-Marketing verkaufen, also ist gleich kontra Link-Building. Ja, so habe ich es jetzt gar nicht gesehen. Also, dass wir jetzt quasi Content-Marketing verkaufen wollen, deswegen schieße ich gegen Link-Building. Das ist auch sehr, wie soll ich sagen, vermessen, wenn ich sagen würde, ich will jetzt dies und das verkaufen, also bewege ich eine ganze Branche dazu, damit aufzuhören. Das ist so, wie wenn ich sage, ich will jetzt Autos mit 5 Rädern verkaufen und drehe Videos und sage, Autos mit 5 Rädern sind super, da werde ich genauso viel Erfolg haben. Das hat halt einfach, es geht ja darum, warum wollen wir denn kein Linkbuilding verkaufen? Wir könnten es ja auch noch super verkaufen, das würde ja wahnsinnig gut funktionieren. Wir kriegen ja auch heute noch die Anfragen von wegen, hey, könnt ihr nicht Linkbuilding machen? Und dann sagen wir, nein, wir wollen das nicht mehr machen. Das ist halt einfach so eine Sache. Es war nicht so, dass wir gesagt haben, wir verkaufen jetzt Content-Marketing, also hören wir auf mit Link-Building, sondern wir haben gesagt, Link-Building bringt nichts mehr. Was können wir denn sonst noch machen? Und sind halt quasi da so ein bisschen reingerutscht. Wenn man einfach diese Zeit, die man in Link-Building investiert, in On-Page-SEO, in Usability, in Social Media, in Video-Marketing oder in sonst irgendwas steckt, ist das viel, viel, viel besser aufgehoben, die Zeit, als eben in Linkbuilding. Das ist so meine Hauptaussage, so ein bisschen. Ah, interessante Sache. Julian ist im Video so nervös, hat jemand gesagt. Ja, das liegt daran, dass hinter mir jemand von Google steht mit einer Pistole und ich das gar nicht freiwillig aufnehme, das Video. Nein, Quatsch. Ich trinke immer relativ viel Kaffee. Ich habe heute auch oder jetzt gerade 2 Espresso getrunken vor dem Video, weil ich immer Angst habe, ich bin ein bisschen müde. Bin dann aber wahrscheinlich immer zu aufgedreht. Das muss ich noch einpendeln so ein bisschen. Genau, ja, ansonsten gucke ich mal, was da noch war. Also jemand hat mir gesagt, zum Beispiel, ich kann doch einen Link von, ich nenne jetzt nicht, welche große Zeitung das ist, kann ich doch kaufen für sehr viel Geld, das bringt doch noch was. Ja, natürlich kann man einen Link kaufen und kann das dann auch dem Kunden sagen, von wegen, hey, wir haben hier einen Link von wahnsinnig toll und das ist eine tolle, ja, einfach eine tolle Sache und jeder Kunde, der jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung hat von SEO, der wird eben sich denken, wow, das ist eine große Marke, das muss ja ein starker Link sein und deswegen stürzen sich da eben alle auf solche sogenannten Quality Links, aber gerade die sind eben, weil sie eben so groß sind, auch von
Google schon längst erkannt, sind teilweise auch mit No-Follow oder in Bereichen, die dann Google, denen Google sowieso nicht mehr vertraut. Davon abgesehen sind Zeitungslinks gar nicht so relevant, finde ich, wenn man Links bekommt, weil die eben sehr schnell ins Archiv wandern und sehr schnell in der internen Verlinkung auch weit unten sind. Das heißt, ich würde schätzen, dass Google denen wahrscheinlich gar nicht so viel, ja, wie soll ich sagen, Expertise zutraut, den Links auch. Da gibt es definitiv bessere Sachen, indem man zum Beispiel eben mit Hubs arbeitet in bestimmten Themengebieten und da eben versucht, die Links zu bekommen. Genau, also Links sind, wie gesagt, nach wie vor wichtig. Das ist schon eine definitive Sache. Aber solche Links von solchen, diesen ganzen Zeitungen, ich kenne die ja alle wirklich mit Namen und Google kennt die auch. Ich kriege ja Excel-Listen zugeschickt von wegen hier, wir verkaufen Links auf folgenden Portalen mit den Preisen dazwischen und diese Excel-Listen kriegt Google ja auch. Das ist einfach so eine Sache, dass wenn ich eben dann auch eine Penalty bekomme, dann muss ich ja eben sagen, was mit meinen Links ist. Ich muss ja eine Liste Google an Google schicken und sagen, hey, wir haben diese und jene Links gekauft. Und ich könnte mir vorstellen, dass Google diese Listen vielleicht auch mal ein bisschen updatet, beziehungsweise insbesondere gehen die eben hinter den extremen Linkkäufern her. Also wenn ein Startup im Unternehmen, also im Markt auftritt und sehr aggressiv Links kauft, dann merkt sich Google dieses Startup und schaut sich, wo kaufen die ein. Und dann wissen sie relativ schnell, wo gibt es denn die besten, coolsten Links. Ja, vielleicht noch so eine Sache, noch die zwei anderen Aussagen, die ich noch bekommen habe. Zum einen, Content Marketing ist ja das gleiche wie Linkaufbau, nur andere Worte. Ja, das gibt es in der Branche, dass einige, also mich hat mal eine Zeitung angerufen und hat gemeint, ob wir Interesse an Content Marketing haben. Dann habe ich gemeint, wie meinen Sie das jetzt? Wir machen ja selbst, ja, Content Marketing. Dann hat sich jemand, ja, eine Platzierung von Links bei uns. Dann habe ich gesagt, ah, okay, Sie meinen Linkkauf. Ja. Content Marketing bedeutet, dass ich mit informierenden, beratenden, unterhaltsamen Inhalten ja eben versuche, meine Zielgruppe zu erreichen. Meine Zielgruppe, nicht Links zu bekommen, sondern ob ich das jetzt quasi auf meiner eigenen Webseite mache oder auf fremden Webseiten, ist was anderes. Es geht um die Intention darum. Es geht darum, will ich Menschen erreichen oder will ich Links generieren? Und das ist so der Unterschied, den ich mache, wo ich sage, okay, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich erreiche doch auch Menschen, wenn die das verlinken und so weiter. Klar, aber es ist Content Marketing ist für mich eine eigene Branche. Die ist natürlich wahnsinnig weit gefächert. Content Marketing ist wirklich auch ein Begriff, wo alle dran ziehen und alle dran zerren. Das ist wahnsinnig Links, aber wenn wir jetzt beim Thema Linkbuilding bleiben, würde ich sagen, gibt es eben auch andere Sachen, die man machen kann. Man kann gute Inhalte erstellen. Es muss jetzt nicht Content Marketing sein, sondern einfach versuchen, die Webseite besser zu machen, versuchen, mehr Usability zu machen, besseres Tracking einbauen, Google AdWords machen, Facebook Marketing und so weiter, Video Marketing, was auch immer, einen Podcast. Es gibt so viele Sachen, die man tun kann, die einfach cool wären. Darum geht es mir so ein bisschen. Ich sage jetzt nicht, statt Linkkauf oder Link-Building, macht 1:1 Content-Marketing, sondern macht was anderes, ja, was ein bisschen mehr die Zeit. Wenn ihr quasi sagt, ihr macht nur noch Technical SEO, gut, ein bisschen für Marketing muss man sorgen, aber ich kenne zum Beispiel einen, der Technical SEO macht und viel Radio-Werbung, das funktioniert auch super, ja. Muss man aber immer schauen, welchen Kanal bespielt man und wie macht man das Ganze. Genau, gut, ähnlich ist das Thema, gute PR ist ja auch irgendwie Linkaufbau, also Public Relations. Nee, das ist eben dann gute PR, die auch Links generiert. Also es ist tatsächlich so, dass gute PR oder Public Relations, dann kann es sein, dass es eben Links generiert, aber das ist nicht der Zweck von guter PR. Also PR mache ich eben, um in die Öffentlichkeit zu kommen, um in ganz gezielt in die Presse zu kommen. Und da geht es mir nicht um Links, sondern da geht es mir auch drin um Printmagazine, um sonst irgendwie da eben drin zu bleiben. Und das hat eben, kann sein, dass Links als Resultat da sind, aber muss nicht sein. Und all diese indirekten Dinge, die dann eben zu Links führen, die finde ich auch super. In der Praxis ist es halt heute so, die viele Agenturen verkaufen Content Marketing oder verkaufen Link Building hochqualitativer Links und letzten Endes werden diese Links einfach nur eingekauft, weil anders kriege ich das eben nicht hin und deswegen sollte man so ein bisschen aufpassen, dass man da einfach vielleicht mal den Fokus ändert und schaut, vielleicht mache ich mal Content Marketing, ohne auf die Links zu achten und einfach nur den Text oder ein Content-Stück zu erstellen, wo ich sage, das gefällt meinen Website-Besuchern und denen gefällt es wirklich wahnsinnig gut und ich ignoriere jetzt quasi vollkommen, ob andere jetzt drauflinken, ich schreibe auch niemanden an wegen Seeding, sondern ich schaue nur, dass ich
für meine Website-Besucher das Beste mache. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Strategie, wo man eben so ein bisschen wegkommt von Link-Building, aber eben auch trotzdem noch den Marketing-Fokus da hat. Genau, ja. So viel zu dem Thema. Nochmal zum Schluss. Also ich wollte niemandem schaden mit dem Video. Ich wollte auch jetzt nicht irgendwie Geschäftsmodelle zerstören. Ich will halt nur versuchen, dass wir als Branche insgesamt weiterkommen. Wir sind auch schon weitergekommen. 2013 waren da noch ganz andere Töne da. 2019 jetzt ist es eben so, dass da schon weniger Leute noch im Linkbuilding wirklich aktiv arbeiten. Ich versuche euch nicht, das Geschäft kaputt zu machen, sondern ich versuche euch mal zu zeigen, dass es auch ohne geht und dass es dann auch besonders viel Spaß macht. Also auch eure Mitarbeiter, wenn ihr welche habt, die im Linkbuilding sind, die werden dann viel mehr Spaß haben. Und genau, ansonsten freue ich mich natürlich wieder über sehr viele Kommentare. Bleibt bitte sachlich, aber wenn auch nicht, dann habe ich auch ein bisschen dickes Fell, seht ihr ja. Und ja, dann bis dann. Ciao.